Unglaublich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben den zum ersten Mal gekontert! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Metroid Dread. Beim letzten Mal haben wir in Kataris Crate besiegt und haben dann im Raum danach den Diffusion Beam bekommen, wodurch wir eine Umgebungsschadenwelle durch Wände hindurch verursachen können. Oh, können wir auch hier direkt benutzen gegen den. So ist es. Und außerdem haben wir in Ataria den Warrior Suit noch bekommen, als wir backgetrackt sind. Somit wieder mit zwei sehr nützlichen Fähigkeiten hier in Dairon oder Dairon. Ich finde, Dairon hört sich immer noch cooler an. Sind wir jetzt hier am Start und heilen uns erstmal voll. Sehr, sehr wertvoll. Gut, und dann der gelbe Emmy. Na, da oben ist er auch schon. Da können wir nichts machen. Oh, oh, eine Mine. Oh oh, ich bin mir nicht sicher, ob der uns jetzt hört. Und wie der uns hört. Unglaublich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben den zum ersten Mal gekontert. Holy. Nein. Schon wieder, oh mein Gott. Weg hier. Ganz schnell weg. Das gibt's doch nicht. Kann er mal aufhören? Und beim dritten Mal klappt es dann nicht mehr. Nein. Och komm. Aber wir haben es endlich geschafft, Leute. Ein wahres Erfolgserlebnis. Hier einmal schnell hoch. Der ist da unten nämlich schon wieder, Leute. Ja, der hat uns gesehen. Ganz schlecht. Das ist doch nicht möglich. Was? Bin ich jetzt Pro-Gamer geworden oder was? Oh mein Gott! Wie oft haben wir den jetzt bitte gekontert? Ist er irgendwie leichter zu kontern als die anderen, weil der so unglaublich schnell ist? Ey, komm! Warum ist der denn hier permanent? Geh weg! Sei ein braver Emmy! Ja? Was macht der da? Da sind wir ja echt nicht. Ey, hau ab. Ganz schnell weg mit dir. Gut. So, Frage ist jetzt dennoch, wo müssen wir her? Also hier unten ist die Zentraleinheit. Ich glaube, wir sollen erstmal jetzt hier nach ganz rechts. Hierher, dann hier rauf. Mit dem Diffusion Beam können wir jetzt auch hierher. Der ist anscheinend ab jetzt essentiell vonnöten. Oh oh, Emmy. Schnell weg. Gut. Ah, und wir sind hier auf der falschen Seite am Stehen. Da können wir auch mit dem Diffusion Beam nicht arbeiten. So. Was ist das? Da können wir auf jeden Fall noch nicht her. Ja, hier oben wären wir natürlich sicher vor dem Emmy, aber das bringt uns nichts. Und diese bösen Tretminen aber auch.
So. Ach, und hier ist dann der Raum, den Adam erwähnt hatte beim letzten Mal. Das ist aber ein Fallenblock. Soweit ich das jetzt zuordnen kann. Können wir da irgendwie dran gelangen? Ja, bestimmt irgendwie geht das. Nur weiß ich leider im Moment nicht wie. Erstmal versuchen, das Licht wieder anzumachen. Da können wir nichts erreichen. Mal schauen. Das Vieh hier. Oh. Weg ist es. Genau wie der. Ah, da können wir noch gar nichts machen. Wir müssen erstmal die Ladestation finden. Wir sollten mal irgendwo so langsam den Strom wieder angemacht bekommen. Ja, hier können wir aber auch nicht weiter. Irgendwo. Hier ist jetzt ein Durchgang. Und hier ist jetzt auch wieder so ein explosives Ding. Dennoch können wir hier nicht wirklich weiter. Mal durch die Schleuse durch. Ah, das sieht doch gut aus. Ist das das Kraftwerk? Ja, wunderbar. Können wir endlich mal wieder was sehen. Und dann können wir auch hier gleichzeitig durch. Dafür wird aber auch dieser Killer-Roboter aktiv. Okay, der ist sogar wirklich ein Killer-Roboter. Wie viel hält er denn aus? Wow, nicht schlecht. Generell ist ja auch hier der Hintergrund von dem Spiel ziemlich technisch aufgebaut. Also mit so experimentell, das sieht halt wirklich experimentell aus. Bin ich gespannt, was das auf sich hat. Und jetzt können wir dann hier durch. Oh, schon wieder eine Fähigkeit. Na dann, gib her. Bombe erhalten. Ah, für den Morphball. Bomben kannst du verwenden, wenn du die Form eines Morphballs angenommen hast. Drücke in Morphballform Y, um eine Bombe einzusetzen. Bomben können Feinde eliminieren, Bombenblocks zerstören oder verborgene Blocks freilegen. Die Explosion schleudert Samus in Morphball-Form in die Luft. Samus kann mit einer Bombenexplosion auch Morphball-Werfer aktivieren. Interessant. Somit können wir jetzt hier den Boden auch leichter abtasten. Ob da irgendwas versteckt ist. Ach, und das sind dann diese rosanen. Oh, schön. Den Missile-Container brauchen wir nicht liegen lassen. Und das sind dann diese Morphball-Werfstationen. Alles klar. So. Hier scheinen noch versteckte Items zu sein. Da können wir jetzt auch vielleicht dran. Ein Versuch ist es wert. Gegen den möchte ich nicht nochmal kämpfen. Aber hier können wir halt immer noch nicht her. Das ist natürlich blöd. Gibt es hier keine Möglichkeit für uns wieder dahin zu kommen? Na, dann gibt es ja auch nur einen Weg.
Nämlich zurück. Ja. Erstmal wieder an dem Roboter vorbei. Oh, und hier waren wir noch gar nicht. Einmal hier durch, bitte. Was geschieht denn mit dem armen Jungen? Ach, das ist so ein... Ist das Scorpius? Sieht zumindest sehr ähnlich aus. Oder einer von seiner Rasse. Der tut mir aber irgendwie leid. Muss ich sagen. So. Gehen wir erstmal nach links. Ach, hier ist ein Speicherraum. Den können wir gut gebrauchen. Bitte. Und dann hier weiter. Wird schon seinen Grund haben, warum da eine Speicherstation ist. Ja, denn hier ist wieder unser Emmy-Freund. Aber auch bisher der einzige Emmy, den wir gekontert bekommen haben. Oh mein Gott, ich gehe einfach durch, egal. Komplett egal. Der hätte uns nämlich wirklich fast berührt. Überall diese nervigen Bomben. Die aktivieren halt vor allem auch das Gespür von den Emmys für Lautstärke. Oh, oh. Jetzt hat er uns gesehen. Ne, und da hat er leider auch nahezu früh. Nein! Ah! Da hat er uns wieder. Ja, aber diese Minen halt auch. Die aktivieren halt permanent diesen Sensor von dem Emmy, dass der Geräusche wahrnehmen kann. Ich glaube, der sollte jetzt aber wieder weggehen. Ja. Genau, geh weg. Brauchen dich hier nicht. So viel zu, geh weg. Der hat seinen eigenen Willen. Das kann man nicht anders sagen. Und vor allem ist der halt immer noch extrem schnell. Wir können nicht entkommen. Warum versuche ich zu entkommen? Es geht nun mal nicht, Ray. Hör doch auf. Der ist viel zu schnell. Du musst mehr mit deinem Phantomumhang arbeiten. Ach, komm, weiter geht's. Vielleicht ja dieses Mal. War hier am Anfang schon mal einen guten Vorsprung ausbauen. Ich kann auch einfach mal hierher gehen. Ja, und dann ist man auch schon durch. Braucht man nicht dauernd zu sterben. Ach, den muss man kontern. Nice. Ach, warte mal. Wenn ich jetzt eine Morphball-Bombe lege, dann passt es. Ja, komm. Hör doch auf. Wir werden dich sowieso früher oder später gekillt bekommen. Siehst du? Ach, wir sollen jetzt schon wieder weiter. Emmy-Ventil, aber wir... Ja gut, da können wir natürlich nicht durch. Und uns fehlt halt auch irgendwie... die Möglichkeit generell weiterzukommen. Nämlich vorhin hier an der Stelle können wir jetzt nicht mehr zurück, soweit ich das gesehen habe. Können wir wirklich nirgendwo durch? Ich wäre ja wirklich gerne wieder hier hingegangen, aber das geht nun mal nicht. Zumindest habe ich nicht die Möglichkeit gesehen, dass wir da irgendwie durch könnten.
Lediglich hier könnten wir noch durch die Emmy-Zonenschleuse. Powerbeam? Das sollte eigentlich kein Problem sein für uns. Ja, dann gehe ich gerade mal zurück. Also, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Dieses Mal dann an dieser Emmy-Zonenschleuse. Und hier scheinen wir nichts machen zu wollen. Ja, wenn wir einmal hierher gehen und dann jetzt hier runter. Ja, aber das sieht generell nicht danach aus, als wenn wir hier irgendwie weiter könnten. Nö, das geht nicht. Alles klar. Als ob, als ob. Lass mich in Ruhe. Sein braver Emmy. Ich habe keine Ahnung, wo der da oben steht. Es war doch so unglaublich klar. Okay, schnell. Komm, 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 komm. Ich glaube, der hat uns sein gelassen zu verfolgen. Oder? Ich glaube irgendwie nicht. Gehen wir noch mal rein. Wir haben halt nur die Möglichkeit, hierher zu gehen und uns dann fallen zu lassen. Ey, komm, der macht das doch jetzt auch extra. Genau wie der Grüne. Zu früh. Das war nix. Dann halt nochmal da rein. Ja gut, jetzt hat er natürlich voll uns gehört. Durch diese blöden Minen aber auch. Gut, hier unten könnte vielleicht was sein. Komm, lauf weiter. Bitte. Sei nett und freundlich. Samus will nicht nochmal sterben. Ja, komm, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Jetzt müssen wir nur leise sein. Irgendwie glaube ich, Leute, wir kommen hier nicht mehr weiter. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt... Doch, vielleicht schon. Einen Versuch geben wir dem Ganzen noch. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, dass wir hier unten her können. Sonst sehe ich wirklich keine Möglichkeit, wie wir hier noch irgendwas reißen können. Lass mich durch. Nein, bitte nicht, Mine. Warte mal. Okay, hier können wir auch nicht durch. Also, wir brauchen erst die neue Fähigkeit. Nein, nicht die Mine. Ja gut, das war's wahrscheinlich, oder? Der Aufzug. Bitte, der Aufzug. Oh mein Gott, der Aufzug. Ich verspiele einfach vollkommen diesen Vorsprung, den er uns gegeben hat. Nein! Mist! Ah! Okay. Aber wir können hier auf jeden Fall nicht weiter. Jetzt muss ich hier auch noch durch. Einfach so schnell wie möglich verlassen, würde ich sagen. Denn... Ja, danke. Unglaublich toll. So viel dazu. So viel dazu. Irgendwie müssen wir hier raus.
Alter. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und dann sind wir auch wieder da. Nervenaufreibende Leute, aber wir haben zum ersten Mal heute einen Emmy gekontert. Darauf bin ich stolz, Leute. Also, zusammengefasst, wir haben die Morphball-Bombe erhalten. Wirklich ein nices neues Item. Können aber noch nicht weiter, da uns ungefähr hier an der Stelle die Fähigkeit fehlt, mit der wir die Blöcke zerstören können. Dann kommen wir nämlich hier durch und können hier das riesige Areal noch weiter erkunden. Deshalb würde ich sagen, benutzen wir im nächsten Part den Shuttle zur neuen Region und backtracken dann nochmal nach Daeron zurück. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Metroid Dread. Ciao, Leute!